wir sind hier gerade der JFK Airport, haben wir eine Nacht hier in New York verbracht. Crazy shit. Und ja, jetzt waren wir eigentlich nur aufs Boarding. Las Vegas, where the local time is 12:55. Once again, that's 12:55. Dann sind wir in Las Vegas angekommen und ja, konnten leider an dem ersten Tag nicht so viel machen, aber umso gespannter, umso aufregender war es für diejenigen, die zum ersten Mal da waren, wie Pelin, wie Ricardo, die ganzen Skills-Leute. Und es war schön zu sehen, wie sie quasi das aufgenommen haben, die ersten Impressionen von denen. Das war schon sehr spannend. Mhm. Willkommen in Vegas. Aber so. Hey. Hey. Kennst du diese Leute, die in der S-Bahn rumlaufen? Stinkt dann auf einmal so richtig. Ja. So ein Zug saß neben mir. So der links. Der links von mir stank richtig nach Hundescheiße. Extrem. Ich saß 6 Stunden lang neben ihm. Ja, also New York war schon mega geil. Und sind dann losgefahren und ja, wir sind dann rein nach Vegas und ich dachte mir so, okay, New York ist schon krass. Dann kam ich rein und ich war halt eigentlich so, nicht baff, aber ich war halt eigentlich voll ruhig und gefasst, aber ich dachte mir so, boah, krass. Vegas ist vor allem für mich das allererste Mal, dass ich überhaupt weg aus Europa bin. Deswegen ist es für mich so voll viel, voll krass, Neuland und aber geil. Läuft bei dem! Wie GTA, wie bei GTA. Felix. Devin. Angekommen in Las Vegas, sag mal, wie fühlst du dich jetzt so? Good guys, die perfekt. Ich muss sagen, ich hab Glück. Es geht. Was machst du morgen? Keine Ahnung, ich bin in Vegas. Ja, als wir angekommen sind, auf jeden Fall direkt im Pool, ne? Ist ja Homezone. Wir sind ja hier schon letztes Jahr gewesen. Das muss man sich gönnen. Ja, das muss man sich gönnen. Wir kennen ja die Gegend hier und das Wetter und das muss man sich einfach gönnen. Hey, 1, 2, 3, Wasser. Und ja, am nächsten Tag war dann auch gleich die Registration. Waren wir auch total aufgeregt, weil es dann einfach, wir wussten, es geht gleich wieder los. Ja, dann hatten wir auch schon Registration Day und wir haben dann Team Austria, Team Österreich getroffen, meine Freundin Pia und ihre A to the What Gang und ja, das war sehr schön und da hatten wir sozusagen auch noch Österreich hinter uns. Wenn du da noch drauf zeigst, ja. Alex. Hey, Alex. Marina. Okay, Vanessa. Hi. Hallo. Und wir freuen uns schon richtig, richtig drauf, diese Zeremonie mitzuerleben wieder, weil jedes Land stellt sich vor und es wird einfach so ein richtig geiler Kulturaustausch. Ja. Und darauf freuen wir uns voll.